Der gestrige Tag hat klar gezeigt, dass die Leidensfähigkeit der Amerikaner nicht allzu ausgeprägt ist. Und dementsprechend haben wir jetzt Trumps Not gegen Chinas Elend. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Chinas Elend zunächst mal, weil wir miserable Daten aus dem Reich der Mitte heute Nacht bekommen haben. Dazu später gleich mehr. Trumps Not aber zeigt, dass die Stärke der Verhandlungsposition der Amerikaner nicht allzu ausgeprägt ist. Man nimmt jetzt die zentralen Bestandteile dieser 10% Zölle eigentlich raus, Smartphones, Bekleidung, all das, was die Amerikaner sich unter den Weihnachtsbaum legen, und damit im Grunde hat man die 10% Zölle ad absurdum geführt, hat gezeigt, ja, wenn ein Apple iPhone dann eben 10% den Konsumenten mehr kostet in den USA, dann ist das nicht darstellbar, und es ist vielleicht auch nicht darstellbar, dass diese 10% von Apple bezahlt werden als geringere Marge. Also da ist doch relativ viel passiert jetzt mit diesem Schritt gestern. Wahrscheinlich hat Trump jetzt auf die gemäßigteren Berater gehört, Mnuchin, Lighthizer, wie sie alle heißen, während er ja kürzlich noch mit dem Tweet angekündigt hatte, dass am 1. September die Zölle kommen und da nur Peter Navarro, der Hardliner, auf seiner Seite war. Die Gemäßigten hatten abgeraten, und jetzt sind offenkundig die hereinkommenden Daten so offensichtlich gewesen, dass Trump eben fürchten musste, dass die Wirtschaft absäuft, dass die Wall Street absäuft, dass dann seine Wiederwahl gefährdet ist. Und dementsprechend hat er jetzt einen Rückzieher gemacht. Ein entscheidendes Kriterium, das ist wahrscheinlich die Inflation. Wir haben gestern deutlich höhere Inflationsdaten aus den USA bekommen, was die Kernrate betrifft. Und das ist eben etwas, was dann die Möglichkeit der Fed auch einschränkt, die Zinsen zu senken. Genau das will aber Trump, am liebsten 1%. Dementsprechend könnte sozusagen diese inflationäre Entwicklung, die ja jetzt erst anfängt, die am Anfang ist, und möglicherweise haben Trumps Berater ihm eben das auch klar gemacht, pass mal auf, das kommt jetzt erst noch, weil die Wirksamkeit der Zölle jetzt erst so richtig greift. Da musst du vielleicht was machen, und Trump hat reagiert und hat jetzt praktisch ein leichtes Friedenssignal an die Chinesen gesandt. Die Gespräche gehen weiter. China hat gesagt, wir stehen zu unseren Versprechen, dass wir jetzt im September nach Washington reisen. Die Delegation will also doch hinkommen. Gleichzeitig wird jetzt eben entscheidend sein, ob die Chinesen wirklich dann die Landwirtschaftsprodukte kaufen. Trump hat das gestern ja so ein bisschen in Frage gestellt, wo er sagte, bisher haben sie ihr Versprechen nicht gehalten. Mal gucken, was jetzt passiert. Wahrscheinlich wird China das jetzt tun, in dem Moment, denn man kann wirklich ein bisschen Frieden gebrauchen an der Front im Handelskrieg, denn die Daten Chinas, die sind wirklich miserabel. Wir haben heute die Industrieproduktion deutlich unter der Erwartung, 4,8%, erwartet 6,0. Schwächster Wachstumswert seit 27 Jahren. Wir haben dann die Retail Sales, die Einzelhandelsumsätze, 7,6%, erwartet 8,6%. Also alles deutlich unter der Erwartung. Auch der Arbeitsmarkt hat sich weiter verschlechtert. Es ist vor allem die Autoindustrie, die in China wohl richtige Probleme hat. Das ist sozusagen das, was den gesamten Sektor nach unten zieht. Und da kündigen sich eben weitere Schwierigkeiten an. Deswegen hat man jetzt erstmal einen Waffenstillstand, den wievielten schon geschlossen in diesem Handelskrieg. Die grundlegenden Probleme bleiben, die geostrategischen Rivalitäten bleiben. Und es bleibt eben die Situation, dass wir eine abkühlende Weltwirtschaft nach wie vor haben. Die Frage ist, was machen die Märkte daraus? Ist das positiv für die Märkte, weil man sich sagt, naja, dann kommt Stimulus. Das ist der Grund, warum Chinas Märkte hier nicht absaufen, sondern sich ganz wacker halten. Also es ist dann eben jetzt die Hoffnung auf das billige Geld, das wieder die Märkte stützt. Und natürlich ist es eine Erleichterung jetzt auch erstmal, wenn diese Zölle nicht kommen auf diese zentralen Technologieprodukte vor allem. Das schafft schon andere Ausblicke. Das ist schon ein Stück weit ein Game Changer, und die Märkte haben diesen Game Changer eingepreist. Was das Risiko jetzt ist, sind externe Faktoren, Hongkong, die ganze Geschichte ist nach wie vor sehr auf des Messers Schneide. Und das zweite Risiko vielleicht auch ist, dass Trump jetzt, wenn er das Gefühl hat, dass ihm das als Schwächezeichen ausgelegt wird, und chinesische Medien sehen sich hier als Sieger oder sehen China als Sieger, wenn also Trump vor seiner Wählerbasis wieder ein bisschen protzen muss, dann haut er wieder mal auf die Tischkante in gewohnter Weise, um das später dann wieder, wie jetzt eben mit diesem gestrigen Schritt, ein Stück weit zurückzunehmen. Das ist das alte Spiel. Das ist scheinbar die Logik. Schauen wir uns noch ein paar Grafiken an, die interessant sind. Wir haben an den US-Märkten jetzt die Situation, dass wir von Januar bis Juli
eine Range im Dow Jones hatten von durchschnittlich 224 Punkten. Jetzt im August bislang haben wir eine Range von 473, also mehr als doppelt so viel. Wir haben also eine sehr, sehr starke Volatilität. Und es ist eben so, dass saisonal die Vola im August traditionell sehr hoch ist. Und sie ist jetzt eben sehr hoch, auch wegen diesen Headline-Risiken, wegen diesen Schlagzeilen, die reinkommen, die mal positiv sind, mal grottig sind. Das ist eben jetzt die Situation. Wir haben heute wichtige Konjunkturdaten, vor allem aus Deutschland. Das BIP aus dem zweiten Quartal, das wird wirklich ein Hingucker. Wie wird die Geschichte reinkommen? Man erwartet minus 0,1%. Man erwartet allerdings minus 0,3% zum Vorjahresquartal. Also wir waren kürzlich ja sogar schon mal negativ im dritten Quartal, waren jetzt positiv im ersten Quartal mit 0,4, soweit ich mich erinnere. Und das wäre jetzt sozusagen der Schritt wieder ins Minus. Wir hatten gestern ZEW-Index katastrophal. Also das wird ein echter Hingucker. Das wird die Märkte heute durchaus prägen. Wir haben dann 11 Uhr noch Industrieproduktion und BIP aus der Eurozone. 14:30 dann US-Importpreise und Exportpreise. Und die Lager bestehen die vier Öle. Schauen wir uns vielleicht an, was jetzt zu erwarten ist in den Charts. Hier sehen wir Dollar-Yuan 703. Man hat sich also wieder ein bisschen über die 7er-Marke derrappelt. Aber Chinas Notenbank, so muss es heißen, hat das erste Mal wieder seit längerer Zeit das Fixing ein bisschen schwächer gemacht für Dollar-Yuan. Hat also den Yuan ein bisschen aufgewertet. Auch das ein Zeichen. Natürlich an die Amerikaner, die Charts wie immer von Capital.com. Bevor ich es vergesse, schauen wir uns mal die Situation beim S&P 500 an. Da sind wir nach diesem Move nach oben, nach diesem wirklich starken Move, der viele Märkte erfasst hat, sind wir jetzt bei 2929, gehen im Grunde seitwärts nach diesem Schritt. Wir haben den Nasdaq mit ähnlichem Bild, da könnte man im Grunde austauschbar die US-Charts zeigen. Es ist schon eine große Bewegung, die da passiert ist. Was wird der DAX veranstalten? Der könnte natürlich besonders profitieren von dieser Geschichte, denn kaum eine Wirtschaft ist so abhängig von China und von den Exporten. Natürlich ähnliches Bild, 11.780 die aktuelle Taxe. Wir sehen den Euro-Dollar schwächer. Das ist Dollar positiv, wenn ein bisschen Beruhigung reinkommt in diese Handelskrieg-Thematik, ist das Dollar positiv. Wir haben Gold bei knapp 1.499, also Risiko. Averse Assets, sichere Häfen haben gestern gelitten, eben auch Anleihen. Wir sehen, dass Crude wieder ein bisschen zurückgekommen ist, nachdem die API-Bestände gezeigt haben, dass die Erwartung der Trader nicht ganz erfüllt ist. Es gab also höhere Lagerbestände als erwartet. Ja, das ist jetzt eine kritische Situation. Wenn die Märkte nicht jetzt wirklich was aus dieser Steilvorlage machen, dass diese Eskalation des Handelskrieges zumindest mal unterbrochen ist, wir sind meilenweit, kilometerweit, jahrhundertweit von einem Deal entfernt, das ist klar. Aber die Märkte brauchten, wollten, sehnten sich nach ein bisschen Beruhigung, nach ein bisschen Deeskalation. Dann kommt die Fed vielleicht und wird die Zinsen noch senken. Das dürfte im September ohnehin passieren. Wir haben jetzt übrigens durch die gestrigen Inflationsdaten die Wahrscheinlichkeit eines Schrittes in den USA von 50 Pips, also von 50 Basispunkten, also um 0,5%, ist jetzt gesunken. Von 31% auf nur noch 15%. Jetzt sozusagen diese Deeskalation im Handelskrieg könnte die Wahrscheinlichkeit noch weiter senken. Also das ist das, was die Märkte jetzt gebraucht haben. Aber jetzt müssen sie diese Steilvorlage auch nutzen. Wenn sie diese Steilvorlage nicht nutzen, nämlich die Aktienmärkte, dann zeigt es, dass da möglicherweise Tieferes vergraben ist an Problemen, an Unheil, das auf uns zukommt. Das ist jetzt sozusagen die spannende Frage. Nutzen die Märkte diese Steilvorlage und gehen jetzt wieder weiter nach oben? Oder können Sie diese Steilvorlage nicht dauerhaft nutzen, dann wissen wir, dass da irgendwo was im Argen ist. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten, erfreulichen Tag für Sie. Servus und ciao, meine Damen und Herren.